Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind Robert und Corinna und wir befinden uns gerade in Slowenien auf dem Weg nach Kroatien. Und genau genommen sind wir hier auf dem Campingplatz Pivka Jama in Adelsberg-Postojna. Dieser Campingplatz eignet sich ideal als Zwischenstopp auf der Durchreise nach Kroatien. Ja, und hier in der Nähe gibt es auch einiges zu sehen. Wir haben uns diesen Campingplatz extra ausgesucht, weil er eine eigene Höhle hat, die leider seit Corona geschlossen ist. Also, wie gesagt, jetzt ist das Jahr 22. Wenn ihr dieses Video im Jahr 2023, 24, 25 oder 2030 oder sonst wann seht, dann ist die Höhle vielleicht wieder offen. Genau. Aber selbst wenn die Höhle nicht auf ist, ist dieser Campingplatz ein idealer Ausgangspunkt, um eventuell andere Höhlen zu besichtigen oder Burgen. Zum Beispiel die in Postojna oder die Pridjamski unter der Burg ist auch eine Höhle. Guckt gerne mal auf unserem Kanal vorbei, was wir da erlebt haben. Und wir zeigen euch jetzt heute den Campingplatz, denn ja, wir finden, der ist auf jeden Fall ein Walkaround wert. Direkt im Eingangsbereich hier hinter mir seht ihr das Rezeptionsgebäude. Hier bekommt ihr jederlei Informationen und eine kleine Campingmarke. Die ist aber nicht für eure Parzelle, sondern einfach nur zur Registrierung. Denn hier habt ihr tatsächlich noch freie Platzwahl. Es gibt nicht nur den Campingplatz, sondern es gibt auch Bungalows, die gemietet werden können. Also wer ohne Campingfahrzeug unterwegs ist, kann auch hier unterkommen. Ja, das ist eigentlich ganz niedlich gemacht hier mit dem Bungalow, so im Hüttenstil gehalten, mitten im Wald, voll integriert hier. Sieht nett aus. Von innen haben wir sie leider nicht gesehen. Außerdem befindet sich auf dem Campingplatz hier ein Restaurant, was sehr gut sein soll. Das haben jetzt zwei Pärchen schon unabhängig voneinander erzählt. Wir waren hier frühstücken. Für 6 Euro kann man absolut nicht meckern, finden wir. Auf dem Hinweg haben wir Pause gemacht bei der Tauernalm und da kostet ein großer Kaffee 6 Euro. Es ist natürlich ein einfaches Frühstück, aber wir sind satt geworden. Hier zeigen wir euch jetzt nochmal schnell die Speisekarte im Schnelldurchlauf. Da müsst ihr dann aber auf Pause drücken, wenn ihr euch das genau angucken wollt, was es so alles Leckeres zu essen gibt. Ja, hier hinter mir befindet sich die Campingplatz-eigene Höhle, die wie gesagt leider zurzeit geschlossen ist. Aber ich kann mich noch gut erinnern, in meiner Kindheit sind wir auch mit meinen Eltern hier gewesen. Es war ein tolles Erlebnis. Der Fluss fließt durch die Höhle und man geht an der Seite längs. Das war wirklich beeindruckend und natürlich nicht so ein Massentourismus wie in der Postojna. Man ist hier mit ganz kleinen Gruppen durchgegangen, es war wirklich prima. Das wollte ich natürlich gerne Corinna zeigen, aber ja, leider ist sie zurzeit geschlossen. Oh ja, hier noch eine Sache, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Baba. Ja, hier könnte euer Zelt stehen. Ja, hier hinter mir könnt ihr schon das Waschhaus sehen. Was das alles zu bieten hat, das zeige ich euch jetzt. Zum Ersten gibt es hier diese Trinkwassersäule, wo ihr euch Trinkwasser zapfen könnt oder Wasser für eure Wohnmobile und Wohnwagen oder Wasserkanister. Ja, oder einfach euch mal drunter stellen und abkühlen könnt. So, jetzt sind wir mal ein bisschen dichter rangegangen und da sehen wir, hier gibt es zum einen Raum, da könnt ihr auch kochen. Das heißt, wer vielleicht keine Kochzelle im Wohnwagen, Wohnmobil hat oder weil er mit dem Zelt unterwegs ist, hat hier die Möglichkeit, umsonst zu kochen. Und wer kocht, muss natürlich auch abwaschen. Hier gibt es reichlich Waschbecken zum Saubermachen und Putzen. Aber nicht nur Geschirr will gewaschen werden. Nein, manchmal muss auch die Wäsche gewaschen werden. Die sind allerdings nicht umsonst. Da muss man sich bei der Rezeption anmelden. Die Waschmaschinen an sich sehen aber, soweit was ich sehen kann, echt gut aus. Sauber. Das ist ein Trockner. Und hier haben wir nochmal eine Waschmaschine und einen Trockner.
Und auch hier sieht alles sauber aus. Und wer nicht eine ganze Waschmaschine voll hat, der kann natürlich auch per Hand waschen. Ja, und natürlich muss man sich auch selber mal waschen. Oder vielleicht ein kleines Bedürfnis erledigen. Dafür müssen wir jetzt runtergehen. Das ist der Nachteil für Rollstuhlfahrer. Die haben halt keine Möglichkeit, hier auf Toilette zu gehen scheinbar. Frauen, Männer. Ja, und natürlich zeige ich euch heute beispielhaft die Frauenkabinen. So, da haben wir einmal jede Menge Waschbecken. Es ist nicht das modernste Waschhaus, aber bisher war alles sauber und ordentlich und es funktioniert alles. Und der Ausblick ist teilweise auch richtig schön. Hier sind wir gleich in den Waschräumen. Die Waschräume gehen per Bewegungsmelder. Und die Duschkabinen sind leider etwas spartanisch eingerichtet. Also es gibt hier keine Bank, um irgendwas abzulegen, sondern lediglich hier nur diesen Handtuchhalter. Und wenn man sich beim Abtrocknen zu dicht in diese Richtung bewegt, dann kann es auch sein, dass man samt Handtuch gleich wieder nass wird, weil der Bewegungsmelder anspringt. Insgesamt gibt es 5 Duschkabinen bei den Damen. Und hier auch nochmal so eine Waschbecken, ich weiß nicht, für die Füße. Und so sehen beispielhaft alle Toiletten aus. Und heute Morgen, es hat über Nacht geregnet, ich schlänge mich mal hier vorbei. Da lief hier noch so ein kleiner rauschender Bach lang. Herrlich, richtig natürlich. Genau, und sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gibt es die Chemietoilette. Das war's aus dem Waschhaus. Schauen wir uns jetzt den weiteren Campingplatz an. Ja, und was ich richtig toll finde, auch hier kann sich jeder seinen Platz aussuchen. Und je nachdem, welche Ecke man sich aussucht, ist man richtig unter sich. Lust auf ein wenig Sport? Für Henry ist das die größte Sandkiste der Welt. Und für die anderen ein Beachvolleyballplatz, gleich neben dem Tennisplatz. Auch Mama macht das Spielen im Sand Spaß. Mhm. Wer geht da eigentlich gerade mit wem spazieren? Wir haben jetzt hier unweit des Campingplatzes noch eine weitere Höhle entdeckt. Bei Google. Es gab wohl früher Führungen, aber scheinbar seit Corona nicht mehr. Jedenfalls bei Google, die letzte Bewertung ist 2 Jahre her. Aber mal gucken, was geht. Wir gehen erstmal runter. Da läuft einem ja ein Schauer über den Rücken. Da kommt richtig kalter Wind aus der Höhle. Begrüßt den Höhlenbär. Das war ein Witz. Lasst uns rein. Verschlossen. Hast du den Dietrich dabei? Bolzenschneider? Schade. Ja, etwas begrenzte Sicht. Machen wir mal einen Nightshoot an. Oh, es geht aber. Und wenn ich mal leise sein würde, dann würde man sogar die Tropfsteine plätschern hören. Es ist mittlerweile Abend. Eine kleine Wetterverschlechterung hat sich eingestellt. Eigentlich wollten wir euch noch den Pool zeigen, aber das machen wir vielleicht morgen, wenn das Wetter besser ist. Jetzt wollen wir mal zum Restaurant gehen, gucken, was da so los ist. Wir haben schon 2 Stunden im Wohnwagen gesessen. Ja, ist schon langweilig. Zum Glück hat wenigstens Henry an einen Regenschirm gedacht. Ja,
Robert, hast du schon gesehen? Jetzt sind wir so weit gefahren und was gibt es hier zu essen? Und ein Bild von Mama haben die auch hier. Du bist wieder entzückend. Prost! Baka! Henry! Nein! Baka! Schreib mal! Wie heißt das? Was macht der? Jetzt gibt's die vegetarische Platte für den Robby und für Henry und Mama Kalamaris und Juvic-Reis. Guten Appetit. Aber bei uns gibt sowieso jeder jedem was ab. Wir tauschen ordentlich durch. Ja, wir wollen noch probieren, wie es dem anderen schmeckt. Die Teller sind leer. Was heißt das? Wir hatten Hunger und es hat geschmeckt. Und Henry hat ein bisschen Chaos gemacht. Oder war das etwa der Bagger? Siehst du, Robert, es hat sich bezahlt gemacht, dass wir die Teller aufgegessen haben. Die Sonne kommt durch. In dem Himmel ist sogar ein bisschen blau zu erkennen. Neuer Tag, neues Glück, neues Wetter. Heute scheint die Sonne in Slowenien. Die richtige Gelegenheit, um euch den Pool nochmal zu zeigen. Wir waren hier auch eine Runde schwimmen. Das war eine wunderbare Erfrischung für zwischendurch. Jetzt nichts, um da ewig lange sich aufzuhalten. Aber schön, dass es hier diesen Pool gibt. Und dass man eben nach Besichtigung der Höhlen oder der Burg nochmal eine Runde planschen kann. Vor allem natürlich auch für die Kinder. Und für die größeren Kinder. Ein Kinderpool gibt's natürlich auch noch. Und mehrere Liegeplätze und Sonnenschirme. Sieht das nicht einladend aus? Ja, und hier ist unser Platz schön dicht am Pool dran. Haben wir gedacht, das ist so schön, wenn Henry mal eben rüberlaufen will. Was er auch gleich. Natürlich mit uns zusammen. Ja, was er auch gleich getan hat. Na klar. Der Campingplatz hat uns gut gefallen. Er ist vielleicht etwas in die Jahre gekommen, so die Sanitäreinrichtungen und so, aber es funktioniert alles. Es ist alles sauber. Es war sauber, es war alles in Ordnung. Ja, und das spricht für diesen Campingplatz. Auch die Lage ist natürlich günstig, nach Posteuna, um die Höhle anzugucken oder die Burg oder die anderen Sehenswürdigkeiten hier in der Nähe. So alles im allem war es ein guter Platz. Das Restaurant war auch nicht schlecht. Ein kleiner Tipp von uns noch so. Kann man durchaus machen. Aber so schön es hier auch war, jetzt zieht es uns weiter Richtung Süden. Nach Kroatien. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal und kommt mit uns weiter nach Kroatien. Wo es dann hingeht, seht ihr im nächsten Video. Bis dann, Leute. Und vergesst nicht, Daumen nach oben. Tschüss. Und von uns gibt es einen Daumen nach oben für den Platz.